Hallöchen und ein schnurzliches Willkommen zurück zum Stardew Valley Expanded. Joa, wir sind fett am Ausbauen. Und können heute... Nee, können wir nicht. Hallo. Oh, danke schön. Dankeschön. Miep. Schmusen. Schmus, schmus. Fast. Er ist fast fertig. So. Heute können wir eigentlich gar nicht viel machen. Oh, aber hier muss ich wieder einen Holzblock. Einen Holzblock durchkauen. Da geht mal wieder was putt, damit uns unsere Schnuggis nicht stüpfen gehen. Wie sieht der da hinten aus? Ah, der ist auch kaputt. Ich hätte vorher gucken sollen. Wie man sieht, hier drüben gibt es die Dinger schon deutlich früher von den Verbesserten. Hier ein Tag, 22 Stunden. Und der hat auch einen Tag und 22 Stunden, nur mit dem Unterschied, der hat bisher noch nichts abgeworfen. Da, zwei Tage, 22 Stunden, 24 Stunden. Oh, einmal am Tag gibt es Pilze. Und das ist auch einmal am Tag. Ja. So, einmal zum Garten. Da auch mal unseren Honig ernten. Wäre es eigentlich für heute auch schon wieder gewesen, ne? Wir haben ja aktuell nicht ganz so viel zu tun. Da ist es, glaube ich, nicht schlimm. Wenn wir ein bisschen... Wir könnten... Was wir auch noch brauchen, ist halt noch viel von diesem radioaktiven Erz. Aber für eine letzte Folge, weil es ist jetzt schon wieder die letzte Folge für diese Aufnahme, macht das keinen Sinn, das zu starten, weil wir ja locker irgendwie 2-3 Folgen brauchen, bis wir einmal komplett durchgerannt sind. Dementsprechend würde ich dann, glaube ich, lieber in was anderes machen. Ja, jetzt werde ich! Er ist fertig! Juhu! Schmus! Apples ist fertig! Juhu! Ich freue mich! Oh, die Sonne kommt gerade raus. Ich sehe nichts. Ich habe zwar so eine Sichtschutzfolie und das dämmt so ein bisschen die Intensität von der Sonne, aber es wird trotzdem doch ganz arg hell. So. Hier haben wir jetzt auch das letzte Lagerhäuschen zum Aufwerten. Oh, eine Mahuschel.
Und Nietzsche-Busch, da. Ich nehme mal Huschen. Euch geht's gut. Jo. Euch geht's gut. So, 6 Tage braucht das und das hier braucht nur 1 Tag. Ne? Also das ist ein heftig krasser Unterschied. Und das braucht auch nur noch 3 Tage. Und das braucht ja nochmal mehrfach so lange. Also ne, man kann dann deutlich häufiger ernten. Was bist du denn? Ach so. Ja, stimmt. Ich wollte die Bäume noch ändern. Weil man da ja kein Ding dran setzen kann. Stimmt, da wollte ich ja auch nochmal die Bäume fällen und neu pflanzen. So, was ist das? Typ 1, Typ 2, also ich habe es 3, also 1, 2, 3. Das heißt, die 3 muss vor, also nicht ganz vor. Ist schon mal richtig. Da. Pff. 4 Versuche, alle 4 falsch. Typ 2, 1 und falsch. So, jetzt holen wir noch ein bisschen Baumdünge, damit die auch schnell wieder nachwachsen. Was machst du denn da drin? Ich brauchte das da. Und was brauchte ich noch? Für den Baumdünge? Steine, okay. Steine und Dinge. Wie viel waren's? So, und dann müssen wir zur guten Dame und müssen Kiefer. Warum? So, einmal durchdüngen, dann wachsen die ein bisschen schneller. So, und dann gehen wir jetzt erstmal das letzte Lagerhäuschen aufrüsten. Und die denkt sich so, ach nee, schon wieder, ich will nicht mehr. Ich will keine Lagerhäuser mehr bauen müssen. Die hat wahrscheinlich schon vollends die Schnauze voll. So, das letzte Lagerhäuschen. Ja, 1 Meilenstein. La 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 la. Oh je, das fällt mir jetzt gerade auf.
endlich wieder das altgewohnte, schwer durchdringliche Gestrüpp hier. Hallo! Alles gut! Tschüss! Ich wollte doch gar nicht ins Dessert. Oh ja, ich muss die Dinger, die Böppel wieder hinsetzen. Ah, da haben wir noch die Bäumchensamen. Und das kommt alles raus. Da haben wir noch eine Mahuschel. Eine Mupfel. Die Böppeln müssen wir auch wieder hinsetzen. Ach, kann schon gar nicht hinsetzen. Hallo! Setz mir die da hin. So. Sonst noch irgendwas? Nope. Ich gehe wieder schlafen. Vielleicht schaffen wir es in der Aufnahme noch mal zu ernten. Wenn nicht krass was Besonderes passiert jetzt. Au. Hier, ein bisschen näher ranrutschen. Schon wieder wucherndes Unkraut. Immer dieses wuchernde Unkraut. Mach sowas nicht. Böses Unkraut. Was hat das Unkraut getan? Hier. Diesmal war es ein Holz, das als Unkraut betitelt wird. Unkraut. Oh, morgen ist schon wieder Gewitter. Alter Schwede. Doch, Gewitterzeit, aber fett. Wo war das? Oben. Weiter oben. Üben. Oh, braves Schwein. Das habe ich gesehen. So. Heute ist Donnerstag. Einen Auftrag oder so gibt. Der Buchhändler. Oh, ich muss auch noch mal gucken, was für ein Buch noch fehlt. Was haben wir denn? Lokale Beförderung von Thunfisch, Werbeaktion. Wenn jemand in einer Woche 1000 Stück Holz sammeln kann, wird er eine Belohnung erhalten. Ja, Kind. Das sollte nicht schwer sein. Könnte eventuell einfach die Bäume drüben im Wald holzen. Oder wir machen es uns einfacher und cheaten es einfach. Muss ich dir das eigentlich bringen? Nee, ich muss nur sammeln. Okay.
Ja, Leute, das sollte eigentlich nicht so schwierig sein. Wir gehen mal ein bisschen Holz hacken. Ja, nimm mit. Wenn das Zeug schon da liegt. Guck, ist mittlerweile auch schon wieder alles da. Krass, das ging ja wirklich fix. Halleluja, das ging ja fast so schnell wie Cheaten. War's schon. Innerhalb von 3 Minuten 1000 Holz gesammelt. Weil ich hatte nämlich extra noch mal auf die Uhr geguckt, um zu checken, ob die Zeit noch reicht, diesen Auftrag zu machen. Und da waren wir ungefähr bei 15 Minuten plus ein paar Sekunden drüber und jetzt sind wir bei 18 Minuten plus ein paar Sekunden drüber. Also circa 3 Minuten hat es gedauert und haben wir 1000 gesammelt. Juhu! Das war's! Yay! Können wir uns direkt unser Zettelchen abholen. So schnell kann man Holz hacken. Alter Schwede, ey. Akustike oder was auch immer das ist. Ein Abziehbild, ja. Nice. Ein Kuhabziehbild kommt direkt in unsere Bude, irgendwo an die Wand, wenn nur irgendwo Platz ist. Weil ich glaube, sowas ist das, ne? So, haben wir irgendwo noch Platz fürs Abziehbild? Oh, das ist groß. So.
das? Wo habe ich denn das jetzt her? Habe ich das irgendwo aufgehoben? Habe ich vielleicht aus dem Kinderbettchen genommen? Nee. Hä? Wo habe ich denn den jetzt auf einmal her? Ich muss doch mal in der Aufnahme gucken. Ich weiß es nicht mehr. So, fertig. Ja, haben wir dann leider doch nicht mehr geschafft, noch eine Mühle zu bauen. Aber immerhin haben wir 1000 Holz gehackt und das innerhalb von 3 Minuten. Und haben heute eigentlich ganz viel geschafft. Und deswegen würde ich sagen, wir machen für diese Woche Feierabend und wir sehen uns dann morgen in der nächsten Folge. Und ich sehe mich dann nächste Woche in der Aufnahme. Oder ich sehe euch dann nächste Woche in der nächsten Aufnahme. Also macht's gut, lasst euch nicht ärgern und wir sehen uns dann. Tschüss.